Hallo und herzlich willkommen zur neuen Delikates.ch Kochshow. Heute haben wir wieder mal was Frühlingshaftes für euch. Und zwar Sonne strahlt und ich habe mir gedacht, machen wir heute mal was Leichtes. Und zwar machen wir heute Krevetten auf Tomatentart mit ein bisschen Rucola-Salat. Als allererstes habe ich hier eine Form und diese habe ich schon mit Karamell sozusagen ausgegleitet. Karamell machen ist ganz einfach. Ihr müsst ein bisschen Zucker in die Pfanne mit ganz wenig Wasser und dieses so lange einkochen, bis der Zucker leicht braun wird. Und in diese Form machen wir jetzt konfierte Tomaten. Die tue ich jetzt da ganz einfach reinlegen. Konfierte Tomaten sind nichts anderes wie Tomaten geschält und im Ofen bei 80 bis maximal 120 Grad 3 Stunden getrocknet. Wie ihr das genau machen müsst, schreibe ich euch unter dem Blog, unter das Video nochmal drauf, wie ihr das genau machen müsst. So. Wenn diese Form dann ausgelegt ist, können wir das schon mit Blätterteig bedecken. So, wie ihr seht, habe ich das jetzt mit Tomaten ausgelegt und ich habe jetzt hier in meinem Kühlschrank schon zu Hause fertigen Blätterteig. Ich rate euch, diesen Blätterteig vorher, bevor ihr überhaupt mit dieser Sache anfangt, auszurollen, und ich habe sie jetzt rund ausgestochen und mit einer Nadel gepikst, dass dieser Teig nicht aufgeht. Wer möchte, kann sich diesen Teig entweder kaufen oder selber machen. Ich habe unter dem Video ein Rezept zum selber machen, aber wer keine Zeit hat oder vielleicht mal das ganz schnell machen möchte, es gibt sehr gute Fertigprodukte im Teigbereich und ich glaube, das tut dem, also tut dem nichts ab, wenn da Fertigteig gekauft wird. Dieser ist selber und frisch gemacht. Wie gesagt, ich mache euch das unter das Video, wie ihr das genau machen müsst. Der Nachteil einfach beim Blätterteig ist, normal tut man ihn ja touren, sagen wir dem. Also der Teig wird gemacht, Fettstoff in die Mitte, dann wird er zusammengeklappt und dann wird er immer wieder ausgerollt, geklappt, ausgerollt. Und dadurch entstehen dann diese ganz dünnen Schichten im Teig selber, wenn er gebacken ist. Ist sehr aufwendig, aber wer sich die Arbeit machen möchte, man merkt den Unterschied zum gekauften, ist klar. Weil diese gekauften Teige benutzen Ziehfett und wenn man es zu Hause macht, dann würde ich euch empfehlen, mit richtiger Butter zu arbeiten. Aber das ist natürlich, wie gesagt, sehr aufwendig und wer möchte, kann sich fertigen Teig kaufen. Das ist nicht so schlimm. In der Küche gibt es auch gewisse Sachen, die nicht alle frisch zubereitet werden. Auch eine Gourmet-Küche schafft teilweise mit Convenience-Produkte, wobei das kein Convenience ist, sondern einfach in frische Produkt, was einfach nicht selbst gefertigt wurde. Also, wie gesagt, das sieht dann so aus und am besten schieben wir das jetzt in den Ofen. Und zwar, man kann das jetzt in eine Backform oder in eine wasserfeste Form mit ganz wenig Wasser unten drin, das oben drauf stellen und dann in den Ofen bei 200 Grad circa 5 bis 10 Minuten. Das seht ihr dann oben, wenn es leicht braun wird. Ich habe jetzt schon mal eins vorbereitet. Ich zeige euch das dann gerade. Und dann seht ihr dann, wie das aussieht. Also, ich mache das jetzt im Ofen rein. Stell den mal an. So. Wie gesagt, die Tarte sieht dann so aus, wenn sie fertig gebacken ist. Und die können wir im Prinzip schon anrichten, weil diese Tarte hat einen Nachteil. Wenn sie kalt wird, kann es passieren, dass ihr diese Tarte nicht rausbringt, weil dieser Karamell wird ja auch wieder fest und dann klebt diese ziemlich. Ihr seht, der Karamell ist noch flüssig. So. Und dann einfach auf den Teller setzen. So. Ich zeige euch das schnell. So, jetzt ist sie natürlich gerutscht, das ist klar. Das bedeutet, dass der Teig schön knusprig ist. Ich lasse es jetzt hier mal stehen. Wie gesagt,
Da passiert nichts mehr. Die Tat, ob sie lauwarm ist oder kalt, spielt nicht die Rolle. Die Krevetten, die jetzt dazugehen, die braten wir natürlich. Und dafür habe ich mir jetzt schon die Pfanne angestellt und habe sie ein bisschen vorgeheizt. Weil sonst müsst ihr immer so lange warten, bis die Sachen warm werden. In der Zwischenzeit, wenn die Pfanne heizt, habe ich mir gedacht, jetzt bin ich gerade am Suchen für eine kleine Schüssel. Ich glaube, ich mache das heute mal in den Teller. Etwas Rucola-Salat. Wer möchte, kann auch einen anderen Salat nehmen. Ich persönlich finde den ganz, ganz gut. Olivenöl. Dann habe ich ganz was Spezielles. Das gibt es eigentlich noch nicht auf dem Markt. Ich habe das von einer unserer Partner zum Probieren bekommen, weil wir natürlich immer auf der Suche nach neuen Geschmäckern sind. Und das ist ein Meersalz mit Olivengeschmack. Und ich finde, das passt ganz gut dazu. Und da mache ich jetzt ganz wenig in den Salat. Das muss gar nicht viel sein. So, und dann noch ein bisschen Balsamico Dressing. Das ist eigentlich das Nonplusultra bei Rucola Salat. Ja. Und ich denke mal, diesen lassen wir jetzt kurz stehen. Also ich mische ihn jetzt. So. Und in der Zeit, ich benutze griechisches Bio-Olivenöl. Und damit braten wir jetzt unsere Krevetten. So. Wichtig bei Krevetten ist, das ist ganz wichtig, man muss sie hier oben aufschneiden am Rücken und diese Gedärme rausholen. Krevetten mit Gedärme schmeckt nicht. Und wenn wir mal ehrlich sind, wer hat schon Lust von einer Krevette, die, ich sag jetzt mal, die Kaka zu essen, oder? Also, ich persönlich hebe diese Schalen immer wieder auf, weil ich nehme diese zum Braten her, weil das gibt noch mehr Geschmack für die Krevette. Deswegen erst die Krevette anbraten und das zum Schluss mit rein. Das gibt dann so den richtigen, intensiven Geschmack bei der Krevette. Ihr seht, meine Pfanne, die glüht. Und ich mache jetzt mal zwei Stück rein. Und gerade ein paar Krevettchen, Schalen. Ihr seht, das gibt einen hohen Lärm. Ich mache zum Schluss immer noch ein bisschen Knoblauch mit dazu. Das gibt noch den speziellen Geschmack zur Krevette. So. Ich empfehle euch, Krevette erst zum Schluss zu würzen, weil sonst kann es passieren, dass sie trocken wird. Ich habe jetzt noch etwas Butter dazu gegeben zum Schluss. Krevette selber muss man gar nicht so lange kochen, weil wenn Krevette zu lang gekocht wird, sie wird wie Gummi, also es ist nicht mehr schön zum Essen. Krevette sollte noch leicht glasig innen drin sein und dann ist der Geschmack auch viel intensiver und viel besser zum Essen, als wenn das so gummig im Mund ist. Das wird immer mehr und das macht einfach keinen Spaß zum Essen, oder? So. Wie ihr seht, die Kollegen sind schon fast gut. Und dann kann es eigentlich schon ans Anrichten gehen, oder? Wie gesagt, ich habe jetzt Rucola-Salat hier. Ich mache immer ein bisschen unten drunter. So. Dann setze ich eine Krevette oben drauf.
Dann mache ich wieder ein bisschen Rucola-Salat. Und setze die nächste oben drauf. Da muss man halt kurz schauen, wie es am besten hält. So. Und zu guter Letzt mache ich mir immer so zwei, drei Büschelchen. Ich stelle mal schnell den Lüfter aus, sonst hört ihr vielleicht nichts. So. Es muss nicht, wie gesagt, ich bin kein Freund von ewigster Fummelei. Das reicht schon. Und zum guter Letzt mache ich persönlich immer noch ein bisschen Olivenöl. Und etwas frische Pesto. Diese ist selber gemacht. Das Rezept findet ihr auf dem Blog. Link mache ich euch unten drunter. Ich mache dann immer ein bisschen über die Krevetten als erstes. Und dann ziehe ich das kurz so rum. Und wer möchte und nicht verschwenderisch sein möchte, könnte jetzt noch die letzten Tomätchen hier, vielleicht hier oben noch eine mit anlegen. Oder vielleicht außenrum verteilen. Das ist jedem selbst überlassen. Und dann wären wir schon fertig. Das ist warme Tomatentart mit, wir sagen den, süßen Erdbeeren. Warum süß? Weil diese Tomaten werden ja schön konfiert mit Zucker, Salz, Pfeffer, Olivenöl. 3 Stunden und der Geschmack ist wirklich intensiv. Deswegen sage ich denen süße Erdbeeren. Das hat mein Ex-Chef mal gesagt zu diesen Datteltomaten. Und wenn diese richtig schön konfiert sind, das ist echt ein Hammergeschmack. Das müsst ihr unbedingt probieren. Und mit Krevetten. Man könnte es auch mit Scampi machen. Aber ich habe mir gedacht, Krevetten bekommt man eher zu kaufen wie ein Scampi. Scampi bewegen wir uns beim Kilopreis bei ungefähr 90 Franken. Hier in der Schweiz. In Deutschland sind es vielleicht so 60 Euro. Also sehr, sehr teuer. Wobei Krevetten, wo man dann schon sagen kann, zwischen 7 und 10 Euro, wenn man sich wirklich mal was Gutes gönnen will, kann ich euch das wärmstens empfehlen. Also, ein Gurte wünsche ich mit warmer Tomatentart, Krevetten und feinen Rucola-Salat. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Marcel Prinz.